Medienberichte verbreiten immer wieder falsche Vorwürfe, die von der US-Regierung gegen Huawei erhoben werden. Unter anderem behauptet Washington, Huawei verschaffe sich durch besondere finanzielle Zuwendungen der chinesischen Regierung einen unlauteren Wettbewerbsvorteil. Unsere Jahresberichte werden von den Steuerprüfern von KPMG geprüft. Dort wird ausführlich erläutert, dass Huawei ein Privatunternehmen ist und sich ausschließlich im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Die chinesische Regierung hält keinerlei Anteile am Unternehmen. Um dies erneut zu verifizieren, hat Professor Dr. Wei Jiang, Professorin für Finanzen an der Graduate School of Business der Columbia University, unsere Bilanzen nochmals geprüft. Ihr Bericht liegt auch der Federal Communications Commission der USA vor. Ich möchte heute hier den Vorwürfen der US-Regierung Tatsachen gegenüberstellen, die der unabhängige Bericht aufzeigt. Punkt 1. Die US-Regierung behauptet, Huawei erhält unverhältnismäßig hohe Subventionen von der chinesischen Regierung. Das ist falsch. Huawei erhielt von 2009 bis 2018 von der chinesischen Regierung direkte Subventionen von nur 0,3% seines Gesamtumsatzes. Der Großteil der Subventionen entfällt auf Förderungen für Forschung und Entwicklung. Diese Zuschüsse werden auch ausländischen Firmen gewährt, die ihren Sitz in China haben. Direkte Wettbewerber profitieren also ebenfalls von vergleichbaren Forschungszuwendungen. Punkt 2. Die US-Regierung behauptet, Huawei profitiert von enormen Steuervorteilen, da das Unternehmen weniger zahlt als den gesetzlichen Steuersatz. Auch das ist falsch. Huawei investiert jedes Jahr etwa 15% seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und hat damit Anspruch auf staatliche Steuervergünstigungen, so wie andere Unternehmen auch. Gemäß dem chinesischen Steuergesetz beträgt der normale Unternehmenssteuersatz 25%. Bestimmte Hightech-Unternehmen können jedoch einen reduzierten Satz von 15% bekommen. In den letzten 10 Jahren lag der durchschnittliche Effektivsteuersatz von Huawei bei etwa 15%. Das entspricht ziemlich genau dem Steuerniveau von US-Unternehmen. Punkt 3. Die US-Regierung behauptet, Huawei profitiert von staatlich abgesicherten Krediten, die zu besonders günstigen Bedingungen gewährt werden. Auch das ist falsch. 2018 erhielt Huawei 75% seiner Kredite von nicht-chinesischen Banken zu üblichen Geschäftskonditionen. Dieses Verhältnis hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Huawei greift vorrangig auf den aus der eigenen Geschäftstätigkeit erwirtschafteten Cashflow zurück, weshalb das Unternehmen auch ohne Fremdfinanzierung auskommen würde. Punkt 4. Die US-Regierung behauptet, Huawei profitiert wettbewerbsverzerrend von Exportfinanzierungen in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar, welche die China Development Bank bzw. die China Exim Bank Kunden des Unternehmens zur Verfügung stellt. Auch das ist falsch. Erstens bieten andere Länder dieselben Finanzierungsmöglichkeiten. In Schweden, dem Hauptsitz von Ericsson, gibt es die schwedische Exportkreditgesellschaft. Und der Heimatstandort von Nokia in Finnland bietet Handelsfinanzierungen über Finnvera an. Zweitens handelt es sich bei den Exportkrediten um Darlehen, die zu marktüblichen Bedingungen mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Und drittens, wenn eine solche Finanzierung Huawei einen Vorteil verschaffen würde, dann hätte Huawei kürzere Zahlungsziele als seine Mitwettbewerber. Aber die durchschnittlichen Fristen der Forderungen von Huawei im Zeitraum zwischen 2009 und 2018 betrugen 91,7 Tage, was weder besonders lang noch besonders kurz ist. Der Bericht zeigt, die staatlichen Förderungen von Huawei unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Wettbewerber. Huawei wird weder von der Regierung noch von staatlichen Banken bevorzugt behandelt und kann sich keinen unlauteren Wettbewerbsvorteil gegenüber nicht-chinesischen Konkurrenten verschaffen. Vielmehr hat der Boom des globalen Telekommunikationsmarkts in China und der restlichen Welt in den letzten 3 Jahrzehnten Huawei außerordentliche Wachstumschancen beschert. Hier hat sich Huawei eine führende Position in der Branche erarbeitet, die auf konsequenter Kundenorientierung, einem starken Fokus auf das Kerngeschäft und dauerhaft hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung basiert. Es lohnt sich also, sich die Fakten einmal genauer anzuschauen. Lassen Sie uns dazu gerne in den Dialog treten.